So Leute, ich habe jetzt gerade auf Twitter geschrieben, stellt mir mal Fragen und ja, der Boy schreibt direkt, was lügst du immer? Warum ich lüge? Was genau ist denn eine Lüge? Es gibt Notlügen und es gibt Lügen und Notlügen sind eigentlich eher um sich selbst zu schützen oder um andere zu schützen, also warum lüge? Es gibt einfach Sachen, die gehen einfach keinen Schwanz auf diesem Planeten was an. Euch schon gleich gar nicht, da ich zwar in der Öffentlichkeit stehe, aber mein Leben trotzdem auch eine private Seite hat. Eine private Seite, die eigentlich keinen was angeht. Klar, ich beziehe euch in sehr viele Sachen mit ein, aber ja, dennoch muss ich ja in irgendeiner Art und Weise was machen. Und deswegen, komische Geräusche, deswegen lüge ich gelegentlich auch mal. Ja, so einfach ist es. Übrigens Grüße an Temido LP, der anscheinend in letzter Zeit meine Videos dauernd liked. Ja. Habe ich noch mehr Fragen? Bislang nicht. Gut, dann geht's jetzt weiter. Also, ich wurde hier gerade gefragt, ob, und zwar von Toni, der Entenfreund, genau. Er hat gefragt, machst du auch eine Diät zum Sport, sonst bringt's nichts, musst Kalorien runterfahren. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar hunderttausend Mal gesagt, ich esse gar nicht so viel. Bei mir liegt es eher daran, dass ich einfach mich zu wenig bewege. Und ja, was heißt Diät? Zunächst mal, ich mache meinen Sport wegen dem Wasser in den Beinen und nicht um abzunehmen, obwohl es natürlich auch ein Grund ist. Und was heißt Diät machen? Leute, man muss überhaupt keine Diät machen. Das ist eine Fehlerinformation, die euch jeder aufdrücken will. Esst einfach mal keine Süßigkeiten oder weniger Süßigkeiten. Lasst einen Energy Drink weg, wenn ihr zwei oder drei Stück am Tag trinkt. Und ansonsten esst einfach ganz normal Brot, Wasser, also trinkt vor allem Wasser, das ist das Erste, was man machen sollte. Man braucht nicht gar nicht so viel machen. Trinkt Wasser, esst bloß dreimal am Tag, frühs, mittags und abends. Dazwischen höchstens, wenn ihr Hunger habt, ein bisschen an Obst. Bananen auch eher selten, aber Äpfel oder sowas. Gesünder könnt ihr gar nicht leben eigentlich. Vor allem ernährt euch nicht einseitig. Lasst das ganze Hamburgerzeug weg, was ich sowieso so gut wie nie esse. Ab und zu esse ich mal einen Döner, aber das ist so selten. Das ist nicht der Rede wert eigentlich. Und ansonsten setzt euch jeden Tag eine Stunde auf das Teil drauf oder auf so ein Teil und dann habt ihr eigentlich schon eine gute Figur nach ein paar Monaten.
Ich will das vor allem ja deswegen machen, weil ihr seht ja jetzt genau, wie ich aussehe. Und ich werde es so machen, dass ich mal in einem Monat, wenn ich es jeden Tag gemacht habe, so Ende Juni, Anfang August, werde ich euch dann noch einmal ein Video zusammenschneiden, was aus allen Videos bis dahin besteht. Und zwar immer aus kleinen Abschnitten, wo ich immer den Tag mit einblende. Und ja, vermutlich schreibe ich auch noch in die Dinge rein, in den Titel in Zukunft, wenn wir jeden Tag mit reinschreiben. Ja, und dann werdet ihr sehen, dass es eigentlich gar nicht viel braucht zum Abnehmen. Einfach keine Süßigkeiten essen oder weniger Süßigkeiten, die Süßigkeiten reduzieren. Ganz weglassen auch nicht, weil ganz weglassen ist zum Beispiel so eine Sache, dann entwickelt man einen Heißhunger auf das Zeug und das macht einfach so keinen Sinn. Wenn ihr Heißhunger auf das Zeug entwickelt, dann ist das Schwachsinn. So, gut, dass ich mir einen Timer auf dem Handy gestellt habe, weil der Timer hier drauf funktioniert nicht richtig. Der bleibt immer nach 2 Minuten oder so stehen. Den muss ich mal richtig einstellen. Na gut. Das Teil hier selber hat leider ein paar Macken. Man merkt schon, es ist sehr leicht. Ich kann es leider nicht einstellen. Ich kann es normalerweise höher oder tiefer stellen. Aber der Keilriemen, das Ganze kann man mal kurz erklären. Das Ganze hat ein Schwungrad und ein Keilriemen. Oder halt ein Zahnriemen oder wie auch immer. Und wobei es eher ein Furchenriemen ist. Jedenfalls dreht sich da ein Riemen. Und dieser Riemen, der ist im Laufe der Jahre, indem er im Dachboden stand, hat sich der ausgedehnt. Auch wahrscheinlich durch die Hitze im Dachboden und alles. Weil da ist ja nichts isoliert. Und ja, das Problem daran ist jetzt das, dass dadurch, dass er sich so ausgedehnt hat, jetzt keine Kraft mehr herbringt. Außerdem scheint das Gerät selber auch ein bisschen kaputt zu sein. Was natürlich im Endeffekt auch ein bisschen blöd ist. Ja. So, und ich habe irgendeine Nachricht gerade bekommen. Ich schaue mal kurz nach, ob noch eine Frage da ist. Spipst du gerade noch ein Rad? Was ist denn das für eine Frage? Was heißt denn spipsen? Oder spipst? Habe ich noch nie gehört, das Wort. Wie viele Gläser Breitsam in der Woche brauchst du? Das ist völliger Schwachsinn, Leute. Ich esse Honig gar nicht. Ich trinke den in meinem Tee. Und ich habe so viel Breitsam da, ich kann mir den Dingern schmeißen. Jetzt heißt es gleich wieder Schmeißlord. Oder Honigschmeißlord. Was denkst du, wie lange das Radl dein extremes Übergewicht aushält? Vermutlich ziemlich lange, da das Ding auf dem Boden steht. Und ich vermutlich, wenn das wirklich jeden Tag läuft, würde das Ganze ziemlich lange halten, weil ich werde ja auch leichter dadurch jeden Tag. Die nächste Frage. Was für eine Sportart wolltest du schon immer mal ausprobieren? Ausprobieren. Würdest du auch mal Extremsport wie Paragliding machen? Das ist eine gute Frage eigentlich. Extremsportarten, Paragliding. Gute Frage. Ich habe Höhenangst. Das bedeutet im Klartext, dass es eigentlich... Sorry übrigens, wenn ich immer in die Kamera schaue. Hilfe, ich rutsche mal ab. Ich bin zu groß für das Ding. Muss jetzt ernsthaft überlegen. Also Paragliding ist für mich nichts, weil ich ja Höhenangst habe. Was gibt's denn noch? Paragliding. Ja, vielleicht wenn ich mal leichter bin, also wenn ich so meine 100 Kilo oder was habe, würde ich vielleicht mal Dinge ausprobieren, Bungee-Jumping, obwohl ich auch da Höhenangst habe natürlich. Aber das würde mich schon mal reizen eigentlich, ja. Ansonsten war ich immer ein Fan halt von Motocross-Sport, das heißt Biken und so weiter, das heißt so Motocross fahren und alles. Oder auch generell, was ich sehr gerne mache oder sehr gerne zuschaue dabei, ist zum Beispiel Skateboarden. Viele glauben das immer nicht, aber Skateboarden gehört ja auch zum Extremsport. Also es kommt natürlich auch darauf an, ob man in Trickland ist oder... Also es ist ja ein Unterschied, ob man Fatland oder Ramp fährt. Und ja, also gehört auch auf jeden Fall zu Extremsportarten. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Alles so mit
mit Rädern und so weiter, finde ich eigentlich ziemlich geil. Bin ein Kerl, ne? Motor und so. Ansonsten, Extremsport, was gibt es noch als Extremsport? Ich bin ja generell eigentlich eher ein Kampfsport-Fan. Ja, also ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, aber es kommt immer auf die Sportart an. Also es gibt ja da auch im Extremsport auch Unterschiede. Aber grundsätzlich bin ich nicht dagegen abgeneigt. Würdest du mit mir zusammen ein Video drehen? Hilfe. Boah, das bleibt dir hängen. Sehr ungern, weil Hater. Also meine Hater zu anderen und ich will das nicht anderen nicht antun. Was macht der Auszug? Das geht dich nichts an. Hast du vor, deinen Sport diesmal durchzuziehen oder willst du in 2 Wochen wieder nichts mehr davon wissen? Was heißt davon wissen, mein Lieber? Erstens mal habe ich bislang keinen Sport gemacht, zumindest nicht in einem Video, was ich angekündigt habe. Und was heißt in 2 Wochen nichts mehr davon wissen? Ich will mir schon seit Jahren wieder ein Fahrrad kaufen, weil ich kein Fahrrad mehr habe. Und muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich würde das eigentlich schon gerne wieder machen. Also ich werde es definitiv weitermachen. Nicht mich am Abnehmen unbedingt, aber halt, weil ich es wirklich regelmäßig machen will auch. Wegen meinem Bein vor allem. Weil spätestens jetzt, wo mir meine Beine sind mir sehr wichtig. Vor allem, weil ich meine Waden so mag, obwohl ich so viel Gewicht habe. Habe ich so schöne Waden, finde ich. Und da bin ich ein bisschen, ja, da bin ich wirklich eingebildet. Aber ist wirklich so. Meine Liebe ist gar nicht schlecht. Ach, immer diese Facebook-Gruppen. Leute, ladet mich halt in eure Facebook-Gruppen ein. Ich blockiere euch und ich lösche die Gruppe wieder aus meiner Liste und das war's dann. Das macht doch keinen Sinn. Macht dir das Radeln Spaß? Ich bin, wann habe ich denn angefangen? Mit 7 oder so? Oder mit 8? 10? Ich bin 10, 12 Jahre Fahrrad gefahren, bevor ich ein Auto hatte. Also ja, es macht mir Spaß. Sonst würde ich es kaum machen. Ich hatte das ja vorher schon geplant, bevor das mit meinen Füßen angefangen hat. Und jetzt ist es halt eine gute Kombination. Der einzige Nachteil, den ich gerade habe, mir tut der Arsch weh. Aber ich denke, auch das wird sich mit der Zeit geben. Da ich selber gerade am Abspecken bin, wie genau willst du diese Sache denn angehen? Sprich Ernährung, Sport. Sache ist die, dass ich definitiv. Das ist eine gute Frage. Also, ich will jeden Tag mich eine Stunde hier draufsetzen und dazu auch ein Video machen. Auch deswegen, weil ihr dann seht, wie quasi meine Statur sich verändert. Dazu kommt außerdem, dass ich. Wie erkläre ich das? Dazu kommt außerdem, dass ich gerne Obst esse, ich esse gerne Gemüse. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin jetzt eigentlich niemand, der sagt, ich muss jetzt meine Ernährung krass umstellen. Ich gehe einfach her, ich esse einfach ein bisschen mehr Obst. Fleisch und so weiter kann man auch essen. Man kann sich auch ein bisschen schlau machen.
zu welchen Tageszeiten man was essen sollte. Also früh zum Beispiel, am Morgen ist es zum Beispiel gut, wenn man viele süße Sachen isst, wie zum Beispiel Marmeladenbrot, Müsli, weil einem das Energie für den Tag gibt. Und dann mittags sollte man eher, ja, das weiß ich ja nicht gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass man abends am besten irgendwas isst, was einen zwar satt macht, aber nach Möglichkeit nicht so viele Kalorien oder so viele Ballaststoffe hat. Dass man nicht beim Schlafen, so, dass der Magen nicht so schwer arbeiten muss beim Schlafen. Weil über Nacht, wenn man schläft, verarbeitet der Körper wesentlich weniger, weil wir brauchen weniger Sauerstoff, oder Sauerstoff vielleicht nicht unbedingt, wir brauchen weniger Kraft, um unseren Körper zu verarbeiten, unsere Energie zu verarbeiten, weil wir in unserer Nacht, unser Gehirn schaltet sich ja halbwegs ab, oder arbeitet sogar mehr, auf jeden Fall, es braucht eine gewisse Zurückhaltung, man braucht nicht so viel Kraft, wenn man schläft. Das glaube ich am einfachsten ausgedrückt. Mittags wüsste ich jetzt gar nicht. Da müsste ich mich erkundigen. Ich schaue jetzt einfach mal, wie es die nächsten Wochen läuft. Und vielleicht werde ich mich in den nächsten Wochen wirklich mal ein bisschen hinsetzen und mal ein bisschen weiter üben und so weiter. Ach, übrigens, wenn jetzt jemand herkommt und sagt, hey, du musst eigentlich so dich hinsetzen. Ja, das ist auch in Ordnung. Aber ich mache es eben so. Wenn es jemandem nicht passt, soll er es lassen. Außerdem trainiere ich hier unter anderem meine Ausdauer. Und da brauche ich mich nicht so hinsetzen. Außerdem ist das schon anstrengend genug, weil ich im Prinzip hier fast leer durchtrete. Und das ist dann ein bisschen nervig. Da muss ich schon aufpassen auch. Weil das geht mir auf die Nerven gerade. Das ist viel zu einfach. Und ich kann es jetzt schwerer einstellen, weil das Ding kaputt ist. Was hältst du davon, dir eine Outdoor-Sportart zu suchen? Die Sache ist die, das ist übrigens die letzte Frage jetzt, eine Outdoor-Sportart, das heißt eine Sportart, die draußen ist, kann ich ja machen, ich kann mich ja rausstellen und das draußen machen. Ich würde ja gerne so durch die Natur Fahrrad fahren, das wäre mir wesentlich lieber, als jetzt mich hier hinzusetzen. Wäre mir tausendmal lieber, aber das Problem ist, wenn ich rausgehe, ich habe kein Fahrrad, wo ich draußen rumfahren kann. Sonst würde ich das auch machen. Glaubt mir, das würde ich tausendmal lieber machen. Ich mache das momentan, weil das für mich hier die einfachste Möglichkeit ist. Es geht schnell. Ich bin innerhalb von einer Stunde fertig und kann sagen, so, jetzt bin ich fertig, kann reingehen und kann meine Sachen weitermachen. Ich muss ja meine Videos auch machen. Ihr wollt ja auch was sehen. Und meine... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Und wenn ich, wenn ich draußen unterwegs wäre, wäre das auch cool, es wäre super, es wäre schön. Aber dann müsste ich das so timen, dass ich wirklich genau nach einer Stunde fertig bin. So kann ich mich nach einer Stunde fertig machen und kann direkt loslegen. Und es funktioniert halt anders nicht, weil anders bin ich dann halt nach einer Stunde irgendwo angekommen und muss dann wieder zurückfahren. Dann brauche ich doppelte Zeit, eine dreifache Zeit und die Zeit habe ich momentan nicht. Das heißt, ich mache das momentan, weil es vom zeittechnischen Aufwand her am einfachsten und am schnellsten geht. Gut, das war es dann erstmal soweit mit den Fragen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich jetzt noch habe. Boah, mir tut der Arsch weh gerade. Ich bin es überhaupt nicht gewöhnt, so auf dem Fahrrad zu sitzen. Naja, eine halbe Stunde habe ich noch. Ich mache jetzt noch meine Musik an und dann geht es wieder los.